Für viele ein Highlight. Endlich wieder in der Schlange stehen. Endlich wieder direkt im Laden einkaufen können. So wie hier in Rostock. Die niedrigen Inzidenzzahlen dort machen es möglich. Es wird also schrittweise gelockert. Und das, obwohl bundesweit die Zahlen weiter leicht steigen. Wir haben hier bei Panorama 3 mehrere Pflegekräfte und Ärzte von Intensivstationen in den vergangenen Monaten begleitet. Sie haben ihren Alltag auf den Stationen für uns gefilmt, um zu zeigen, wie groß dort der Druck, das Leid ist. Und sie alle haben nun Sorge, dass bei weiteren Lockerungen auch wieder mehr Patienten eingeliefert werden. Michaela Stretz macht sich wieder einmal fertig zum Dienst. Seit Monaten führt die Intensivpflegerin Videotagebuch für uns und filmt ihre Arbeit auf Stationen mit dem Handy. Wir arbeiten immer noch am Limit, weil wir bisher ja nicht wirklich Zeit hatten, uns zu erholen. Aber es sind eben jetzt schon diese vereinzelten Dienste, die mal ruhiger sind. Und so möchte es auch bitte bleiben. Seit einem Jahr ist Michaela Stretz nun im Corona-Einsatz. Sie arbeitet auf einer Covid-Intensivstation in Dresden. Diesen Patienten hilft sie, sich zum ersten Mal nach Wochen wieder aufzusetzen. Mhm. Und schön weiteratmen. Was passiert denn, wenn ich sie loslasse? Fallen sie dann nach hinten? Nee. Aber knapp, ne? Michaela Stretz hat nun wieder etwas mehr Zeit für ihre Patienten. Sie hat das Gefühl, nach so viel Tod und Sterben geht es endlich etwas aufwärts. Wie bei diesem jungen Familienvater. Nach fast 7 Wochen im künstlichen Koma ist er wieder wach. Sie zeigen ihm Fotogrüße seiner Familie. War das Ihre Tochter hier? Es ist ein bewegender Moment für alle. Lächeln Sie uns noch mal an? Ich glaube, das ist ziemlich das einzige Lächeln momentan auf Station, das man sich holen kann. Für mich ist es das Erste. Ein Kollege kommt dazu und freut sich mit. Nach vielen harten Monaten brauchen sie das auch. Ich glaube, kein Patient wurde so oft besucht hier in den letzten Tagen von uns persönlich. Er motiviert uns, weil uns mal auch wieder jemand anlächelt und auch mal wieder jemand munter. Also ich meine, die meisten Corona-Patienten liegen alle im künstlichen Koma. Wir reden zwar mit denen, aber wir kriegen kein Feedback. Eigentlich hatte sie gedacht, es sei nun bald ein Ende abzusehen. Doch nun mit den Mutanten und den aktuellen Lockerungen draußen, erzählt sie uns, fürchtet sie auch, dass alles schon bald wieder kippen könnte. Das macht einem Angst, weil man dann überlegt, okay, wie wird das dann auf der Intensivstation? Wird das wieder so schlimm wie gerade zu Weihnachten und Silvester und dann bis in Januar rein? Und da fragt man sich schon, ist es denn das wert, dass da jetzt ein Baumarkt auf hat? Es ist spät geworden auf der Station von Michaela Stretz. Sie macht die Runde, sagt ihren Patienten gute Nacht. Der Zustand von vielen ist weiterhin kritisch. Aber sie ist zuversichtlich, dass sie es schaffen werden. Von einem normalen Alltag hier sind sie noch weit entfernt. Ähnlich sieht es auf vielen Stationen aus. Zwar liegen mittlerweile nur noch halb so viele Covid-Patienten auf deutschen Intensivstationen als noch im Januar, aber immerhin noch fast genauso viele wie während der ersten Welle. Ein Ausnahmezustand seit vielen Monaten. Davon erzählt auch der Intensivpfleger Tobias Ochmann, den wir in Hamburg wieder treffen. Er beobachtet, wie sehr das an den Kräften der Kollegen zehrt. Es gibt immer wieder Kollegen, die sich das komplett überlegen und sagen, ich kann das gar nicht mehr und ich suche mir einen neuen Job und gehe da raus, ein anderes Arbeitsfeld. Ich fürchte, dass das noch deutlich mehr wird, je länger wir diesen Marathon laufen müssen. Auch Tobias Ochmann hatte während der zweiten Welle Videotagebuch geführt. Einmal das Beatmungsgerät umgestellt, dass Sie wieder ein bisschen mehr selber atmen können, okay? Seine Arbeitsbelastung habe sich seit Dezember kaum verringert, erzählt er. Natürlich sehnt auch er sich nach Lockerungen. Aber auf keinen Fall dürfe es so kommen wie im vergangenen Herbst mit dem Lockdown-Light. Dann habe ich schon so ein bisschen Bedenken, dass wir wieder in eine ähnliche Situation kommen und einfach das zu so einer Endlosschleife wird. Auch hier in Bremen am Klinikum Mitte hoffen sie, dass eine dritte Welle ausbleibt. In der Corona-Notaufnahme geht es seit Monaten um die gleichen Fragen. Wer benötigt ein Intensivbett? Kommen weitere Covid-Patienten? Und dann sind da auch noch die anderen Patienten, die auf eine Operation und ein Intensivbett warten. Chefärztin Judith Gahl muss alles im Blick behalten.
Aber mittlerweile geht das schon etwas leichter, erzählt sie. Wir haben uns richtig gefreut, dass wir mal ein Intensivbett mehr freigeben konnten für Non-Covid-Patienten. Das ist auch ganz skurril eigentlich, dass man sich über ein einziges Intensivbett mehr für die normale Bevölkerung so sehr freut und sagt, ja, dann können wir morgen zwei mehr operieren. Aber da ist ihr eigenes Frühwarnsystem im Krankenhaus, das ihr Sorgen macht. In ihrem Labor werten sie Corona-Tests aus. Von jedem Patienten, der ins Haus kommt, egal mit welcher Diagnose. Nun sind wieder viele dieser Tests positiv. Das ist so ein bisschen der Vorbote. Also die Anzahl der Zufallsbefunde ist so ein bisschen der Vorläufer, die Vorwelle von dem, was kommen könnte. Und deshalb macht es mir, es wäre jetzt das dritte Mal, dass ich das erlebe. Und ich glaube, am dritten Mal kann man es nicht mehr ignorieren. Zurück auf der Station von Michaela Streetz in Dresden. In der Nacht, am Ende ihrer Schicht, schien noch alles in Ordnung bei ihren Patienten. Sie ist beruhigt nach Hause gegangen. Doch am nächsten Tag ist alles anders. Wie man sieht, ist jetzt hinter mir der Bettplatz frei. Ja, jetzt ist er verstorben. Das, ja, erschüttert mich sehr, muss ich sagen. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ist auch nicht der einzige Patient heute. Im Nachbarzimmer ist auch ein Patient verstorben. Mit einer Kollegin baut sie die Maschinen ab. Sie weiß, es werden nicht die letzten Corona-Toten sein. Aber eine dritte Welle will sie nicht erleben müssen. Wir wollen nicht wieder jeden Tag die Toten in die Leichensäcke stecken, weil das ist nach wie vor das, was uns prägt und was wir eigentlich mit am schlimmsten finden. Und diese Szenen, die haben wir einfach so oft jetzt gehabt und das wollen wir nicht mehr. Auch in Bremen kämpft der Leiter der Intensivstation weiter um das Leben seiner Patienten. Schon während der zweiten Welle hatte Professor Dembinski beobachtet, auch junge Patienten trifft es schwer. Der Jüngste war gerade einmal 27 Jahre alt. Da sind eben nicht nur die 80-Jährigen, da sind auch die 50-Jährigen. Die sind schwer krank. Wir haben zwei Patienten mit künstlicher Lunge zurzeit in Behandlung. Das sind knapp über 50-jährige Patienten. Die sind schwer krank und ringen mit dem Tode. Deshalb dürfe man jetzt nicht vorschnell Entwarnung geben, sobald die über 80-Jährigen geimpft sind. Damit hier auf der Intensivstation alles beherrschbar bleibt, müssten alle noch eine ganze Weile vorsichtig bleiben. Und wenn wir das nicht machen, dann stehen wir im Sommer da und haben die vielen kranken Menschen und die Läden sind trotzdem zu. Und es sind trotzdem alle pleite. Also man wird nichts gewinnen, wenn man jetzt zum falschen Zeitpunkt Lockerungen einführt. Wir sind eins. ARD.